So, und damit herzlich willkommen zur Ankündigung der zweiten Season der PBA. Mein Name ist Ash Ketchup und ich bin der Leiter der Pokémon Battle Association. Für jene, die erste Season der PBA schon verfolgt haben, stellt sich jetzt vielleicht die Frage, was mit Patrick aka Ackermask ist, der die erste Season mitgeleitet hatte. Dieser ist jedoch aus der Liga ausgestiegen, sodass ich nun der alleinige Leiter bin. Für jene, die erste Season jedoch nicht gesehen haben, stellt sich jetzt wahrscheinlich die Frage, was die PBA überhaupt ist. Die PBA ist eine Pokémon Wi-Fi Draft Liga mit 12 Teilnehmern, die auf YouTube hochgeladen wird. Jedoch wird diese Liga nicht auf Generation 8 stattfinden, aufgrund der Timer-Problematik und dem Dexcard, sondern auf der 5. Generation, sprich auf den Pokémon-Spielen Schwarz und Weiß 2. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, wie es denn möglich ist, auf einem DS-Spiel noch online zu spielen. Das geht inzwischen aber ganz einfach, indem man eine Einstellung in den Internet-Einstellungen ändert. Da wir zusätzlich noch herausgefunden haben, wie man auf Gen 5 Gen und auf dem Emulator online spielen kann, steht der Liga dahingehend nichts im Wege. Gehen wir kurz auf das Regelwerk ein, denn im Vergleich zur letzten Season hat sich der Liga-Ablauf stark geändert. So spielen wir diese Season eine Hin- und Rückrunde ohne Playoffs, sprich insgesamt 22 Spieltage. Wer am Ende der Season den ersten Platz der Tabelle belegt, darf zudem wieder das Logo-Maskottchen für die nächste Season festlegen. Des Weiteren spielen wir diese Season ohne Item Claws, dafür aber mit erweiterter Sleep Claws. In der 5. Generation werden Sleep Turns noch resettet, wenn man auswechselt, sodass alle einschläfernden Attacken außer Erholung gebannt sind. Eine weitere Besonderheit der 5. Gen ist, dass die Wetterfähigkeiten auf keine Rundenanzahl begrenzt sind, sodass diese mit Speed verdoppelten Fähigkeiten im jeweiligen Wetter gebannt sind. Zum Beispiel ist es verboten, ein Pokémon mit Sandsturm und eines mit Sandscharrer im gleichen Team zu spielen, jedoch nicht im gleichen Team zu draften. Außerdem hatte die 5. Generation noch keinen Timer integriert, sodass wir eine Maximalkampfzeit von 2 Stunden festgelegt haben. Alle Regeln findet ihr natürlich in der Videobeschreibung im Regelwerk. Kommen wir also mal aufs Draft-System zu sprechen. Wir haben natürlich eine eigene Tierliste erstellt, welche ihr in der Videobeschreibung findet. Diese Tierliste ist in die 4 Tiers OU, UU, RU und NU unterteilt, wobei jeder Teilnehmer 2 Slots im OU und 3 im UU, RU und NU frei hat. Dabei ist dieses Pokémon selbstverständlich nur einmal verfügbar. Wer aber noch genauere Infos zum Draft-Pick braucht, findet auch diese in der Videobeschreibung im Regelwerk. Der Draft wird zusätzlich auch noch gestreamt, und zwar am Samstag, den 2. Mai um 14 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, welchen ihr natürlich auch in der Videobeschreibung findet. Des Weiteren wird der erste Spieltag am Samstag, den 16. Mai veröffentlicht. Die Kämpfe werden dabei aus beiden Sichten stündlich von 13 bis 18 Uhr hochgeladen. Den Zeitplan dazu könnt ihr im Spielplan einsehen. Kommen wir also zum interessantesten Part des Videos, den Teilnehmern. Und da jeder Teilnehmer auch diese Season wieder ein eigenes Intro hat, würde ich mal sagen, Film ab. Auch diese Season ist Sigimon mit seinem Team Iced Outland vertreten, und eine Frage, die sich mir da stellt, lautet: Sieht man das? Colcrow leitet diese Season das Team Nightmare Before Gliscor. Gaster CC spielt euch das Lied vom Tod. Kiltane spielt diesmal mit seinem richtigen Signature und tritt mit seinem Team Mysterious Sceptiles an. Ob Nils Lux die zweite Season in Folge gewinnen kann, ist fraglich, aber mit seinem Team Hexennützer Häcksler sollte er dafür die Gunst der Hexgötter auf seiner Seite haben. Und natürlich bin auch ich wieder mit von der Partie und leite diese Season das Team Get Tarek. Kommen wir also nun zu den Newcomern in der PBA. Der gute Thais steigt diese Season mit seinem Team Dimension Slash in den Ring. Un nuevo luchador ist auch Shatterik, der mit seinem Team Galades Toreros antritt. Auch Electric Nine ist selbstverständlich mit seiner Crew, dem Ele Kids Club, vertreten.
Bene aka Full Life Games wird das Team Unlimited Blade Works anführen. White Wolves heißt das Team, mit dem Blacklink diese Season antreten wird. Und zu guter Letzt haben wir den King of Kings von Gen 5, Mr. Gen 8 Quitter Mindtube himself, welcher diese Season mit dem Team Froze Mad bestreiten wird. Alle Teilnehmer findet ihr natürlich unten in der Beschreibung verlinkt und ich hoffe, dass ich euch dann nächste Woche beim Draftstream wiedersehen werde. Des Weiteren findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zum PBA-Discord, auf dem ihr euch mit den Teilnehmern und anderen Zuschauern über die Liga und Gen 5 austauschen könnt. Ich hoffe, ihr seid auch hyped auf die Season und ich würde sagen, das war's. Euer Ash.